Es war einmal, in einem weit entfernten Land, vielleicht war es auch Deutschland, da hat die böse Hexe, deren Name nicht genannt werden darf, einen Apfel verzaubert. So begab sie sich auf den langen, steinigen Weg hinaus zum Shisha-Team. Flo saß nichtsahnend im Gartenhaus und trank ein kühles Bier. Da erschien ihm... Was? Hallo, junger Mann. Wer bist du denn? Baba Yaga Kunigunde, Müller. Ich habe einen Apfel für dich. Was ist an dem so besonders? Der ist besonders knackig und fruchtig. Aha. Und süß. Soll ich den jetzt sofort essen? Du kannst ihn sofort essen, Junge. Okay. Adi! Adi! Flo, nein! Nein! Flo! Ist vergiftet, Mann. Das war gerade noch rechtzeitig. Ich hab dich gerettet. Ich wollte mir den nur genauer angucken. Oh. Sorry. Jetzt erklär mir mal nochmal. Ja. Punkt A. Woher wusstest du, dass der vergiftet ist? Des Weiteren. Ja. Warum hast du nicht geschlafen? Weil du den Apfel essen wolltest, dachte ich zumindest. Ich wusste ja nicht, dass du ihn hier einfach mal angucken willst. Wer guckt denn Apfel an? Diese typische Shisha-Team-Intuition meinst du wieder? Ja, ja. Sollte euch mal die Shisha-Team-Intuition packen, hört nicht drauf. Ja, jetzt habe ich Bock auf den Apfel. Jetzt will ich den auch essen, aber den darf ich ja nur anscheinend essen. Den Apfel schmeißen wir gleich weg. Sehr schön. Ich habe hier nämlich den 24/7 Frozen Green Bomb. Der ist, glaube ich, besser als Apfel. Das ist ein richtig geiler Apfeltabak. Echt? Ohne Scheiß. Green Bomb. Könnte man jetzt definitiv an so einen Apfel denken? Green Bomb. Was war das für ein Geräusch? Hast du es gehört? Was meinst du? Ich habe nichts gehört. Ah, Green Bomb. Bomb. Versteht ihr, Leute? Gut. Green Bomb. Ja, entweder man kann drüber lachen oder eben nicht. Der war jetzt, Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Shisha-Team. Das eben. Die beiden anderen haben leider keine Zeit, deswegen habe ich mir wieder mal den Flo zur Rate gezogen. Und der darf heute wieder in einem fröhlich-feuchten Intro mitspielen, ihr habt es ja gerade gesehen. Ja. Und viel wichtiger ist, er darf mit mir den 24/7 Frozen Green Bomb testen. Das ist ein Apfeltabak, soll an Apfelringe angelehnt sein, mit einer Mentholnote. Bin ich sehr, sehr gespannt, weil Apfelringe kennt ihr alle, die von Trolli oder Apfelringe von Haribo. Brauche ich gar nicht mehr erzählen, wenn ihr euch wirklich alle kennt. Ja. Und diese leichte Mentholnote, die versprochen wurde, ich bin sehr, sehr gespannt. Wie ist es denn im Geruch? Ja, also kann ich nur bestätigen. Ich kann nur wiederholen, was er die ganze Zeit gesagt hat. Er riecht voll Kanne danach. Kann ich ehrlich gesagt nicht mehr viel zu sagen. Will ich auch gar nicht so sagen, ich will ihn rauchen.
Ja? Ja. Dann sollten wir euch vielleicht verraten, dass ihr 16,90 € hinblättern müsst für 200 Gramm. Ja, hier steht's. Ist ein bisschen höher angesetzt, der Preis. Ich vermute, dass in nächster Zeit alle Tabakhersteller da so ein bisschen nachziehen werden, weil die Tabakpreise einfach steigen. Ja, aber dafür muss man hier schnitttechnisch nicht mehr viel weiterhelfen. Also. Richtig. Super goldener Virginia-Tabak. Die Molasse ist wunderbar eingezogen. Ja, und Schnitt ist so ein grobes Fein, würde ich fast sagen. Ein paar Kiste habe ich gefunden. Ja, haben wir die mal, warte mal ganz kurz hier rein. Zoomen. Danke. Ja, aber die nehmt ihr einfach raus und dann ist gut. Also, es sind wirklich nicht viele gewesen. War genau ein Mal. Gut, wie gesagt, ich will den probieren. Ja, wie gut, dass wir die Shisha schon gebaut haben und den jetzt einfach nur noch mal kurz anrauchen müssen. Und dann sagen wir euch das Restliche zum Geschmack. Was geht's? Ich glaube, wir haben ein bisschen Wasser im Schlauch. Ja. Kannst du ein bisschen den Apfelbaum gießen? Der kam von der Regie. Schön der Apfel im Sommer. Super. Oh, herrlich. Kann man gar nicht mehr zu sagen. Herrlich. Eine sanfte Mentholnote, bisschen kühler, also jetzt nicht zu kalt, so ein Hauch von Kühle, wunderbar. Kühlt so ein bisschen den Mund- und Rachenraum. Dazu der leckere Geschmack. Der Gaumen wird geschmeichelt von einem richtig schön spritzigen grünen Apfel, wie ihr es von Apfelringen kennt. Also gar nichts von Anis. Ohne Zucker. Wirklich überhaupt gar nichts mit Doppelapfel zu tun. Ihr kennt vielleicht damals noch von Adalia den Fresh Apple. Diese richtig schön spritzige grüne Apfelsaure Note ist hier voll da. Ja. Und wie gesagt, wird unterstützt von so einer leichten Minznote. Einfach lecker. Geil. Schmeckt wirklich lecker. Kann ich mega weiterempfehlen. Aber da sind wir wieder bei dem Thema. Ne? Also die wir bisher von 24/7 hatten. Neue Marke. Machen wir das richtig. Ist jetzt nicht klar, oder? Aber voll. Die haben auf jeden Fall gerade 10 Sorten auf dem Markt. Wir haben jetzt 4 davon getestet. Erst ein Video gemacht leider, aber die anderen folgen noch. Und alle 4 waren wirklich... Wenn ihr euch das Video mal angucken wollt, ja. Okay. Ganz genau. Also, ich finde, das war jetzt relativ kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Kurzbündig. Für den geben wir definitiv eine Kauf- und Probierempfehlung raus. Wo hast du den jetzt her? Den habe ich jetzt aus dem Layal Shisha Shop in Spandau. Schaut doch mal vorbei bei den Jungs. Auf jeden Fall. Die haben auch gerade wieder diese Woche alle Sorten reinbekommen. Also zuschlagen, wenn ihr euch da noch was holen wollt. Auf jeden Fall den Frozen Green Bomb. Da könnt ihr nicht vorbei. Der ist lecker. Aber nicht so zuschlagen wie du auf Flo. Da kommt vielleicht nicht so cool, wenn er da in den Laden reinstürmt und den Jungs da ins Gesicht. Da muss ich der Regie aber recht geben, ja? Ja, die Arztrechnung kommt noch, mein Freund. Ist nicht nur eine coole Idee gewesen. Ja, sorry, Mann. Sorry, Flo. Du würdest sagen, es ist ein Brett. Brett. Ja, ist ein richtiges Brett. Und ihr seht's, der Rauch. Einwandfrei. Wir wollen uns in nächster Zeit auch sehr kurz halten, wenn es um den Rauch geht. Wenn es da mal Schwankungen gibt, dann sagen wir das, aber der raucht einfach safe. Verträgt einigermaßen viel Hitze. Zu viel, also wenn ihr fast Vollkontakt raucht, dann fängt er an zu kratzen. Leider. Ich denke, für jemanden, der jetzt nicht so häufig mit einem Lotus raucht, beziehungsweise noch nicht so viel Erfahrung mit einem Lotus hat, ich denke, auf dem Kamin ist mit dem Ding relativ safe. Oder so ein schöner Butcher oder sowas. Ne? Auf dem Kamin läuft es einwandfrei. Da könnt ihr gar nichts falsch machen. Was definitiv auch auf den Friedhof gehört, ist so eine gesehen wie Rauchdauer. Also Rauchdauer werden wir künftig, denke ich, auch nicht mehr so doll ansprechen. Weil kommt auch raus, nur wenn es wirklich ordentliche Abweichungen davon gibt. Richtig. Ist halt Standard, wie ich es im letzten Video gesagt habe. Ja, also sind wir für heute wieder durch. Durch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ja, wenn euch dieses Video wieder gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Das würde uns sehr freuen, hilft uns sehr. Und wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, speziell auch von Flo, der ist ein paar Mal dabei hier, wenn er ganz lustig rüberkam, dann abonniert doch einfach mal diesen Kanal. Und beim nächsten bin ich definitiv nicht dabei, muss ich gleich sagen, da ist Nasen-OP erstmal. Okay. Muss wieder richten. Genau. Kann ich auch so machen, gratis. Kommst du mal von der anderen Seite. Gut, wie gesagt, wir sind raus zum 3. und 4. und dem würde ich nur sagen, hau da rein. Hau da rein. Guten Rauch, guten Geschmack. Tschüss. Tschü. Gönnt euch eine Pfeife. Ach, ja, nee, aber wirklich, also, das war kein Kunstpunkt, ja.
Das war echtes Hardcore-Werder-Ketchup. Was? Achso, Werder-Gewürz. Blut. Blut. Ja. So ist es. Was ist ja? Ein Pool. Willst du noch ein Tuch haben? Frag doch, wie ich heiße und ich sag Jörg. Björn! Björn oder Jörg ist auch gut. Baba Yaga, coole Kunde. Kommt in die Auto. Hallo, junger Mann. Wer bist du? Ich kann nicht das abbrechen, warte. Oh Mann. Ich krieg mich nicht ein. Wer bist du denn? Baba Yaga Kunigunde. Müller. Okay. Das kann man schneiden. Ich hab's geschafft. Das kann man schneiden. Ja. Ist vergiftet, Mann. Das war gerade noch rechtzeitig. Ich hab dich gerettet. Ich wollte mir den nur genauer angucken. Oh. Sorry.